Perfekt. Ja, aber man sagt, der Schimmel kommt von Terroristen. Was? Irgendeine Krankheit, mit der sie jeden in Berlin infizieren wollen. Warum sollten sie so etwas tun? Hier ist es doch so friedlich. Warum lassen sie uns nicht einfach in Ruhe? Beruhige dich. Mach dir keine Sorgen. Wenn wir wirklich in Gefahr wären, würde es uns noch gesagt werden. Außerdem ist Hans noch in der südwestlichen Mannschaft stationiert und er meinte, dass die letzte Terroristenzelle vor über einem Jahr vollständig ausgelöscht wurde. Ach ja, weißt du schon? Es soll dann richtig schön sein. Sie haben begonnen, eine neue, wunderschöne Stadt aus den Trümmern von Peking aufzubauen. Er hat gesagt, wir sollten in ein paar Jahren dorthin ziehen, wenn alles fertig ist. Doch wir sind gute Geschäfte. Ach, dein Bruder redet viel, wenn der Tag kommt. Okay, Verbesserung, geil, oh Mann. Und damit war das Gespräch dann beendet. Okay. Und jetzt ist auch im Land im Nautica eine Bombe explodiert. Vor einer Woche war alles noch ruhig. Was ist denn los? Warum tut niemand was gegen diese Terroristen? Zur Zeit sind verdammt viele Soldaten in den Straßen unterwegs, nicht wahr? Ja. Man sollte annehmen, dass sie die nötigen Kräfte haben, um diese Kerle auszulöschen. Sie verstecken sich bestimmt irgendwo in den Bergen. Vielleicht in den Alpen. Man hört ja so manches auf der Pflanze. Ja, vielleicht. Okay, man hört die echt überall quatschen. Okay, da geht's nicht lang. Da sind wir wieder auf dem Hangar. Da will ich jetzt aber noch nicht hin. Wir haben hier noch eine offene... Baracke. Wieso nutzen die das hier nicht? Das ist doch eigentlich mal gar nicht mal so schlecht hier. Hier ist wieder ein bisschen Platz, um ihren Unterschlupf zu verbessern. Ja. Anscheinend muss ich aber darunter wieder. Hä? Den Ring habe ich zwar immer noch nicht gefunden, aber das ist mir auf Wumpe jetzt. Ach, dann nehmen wir mal zum Aufladen. Ach, wo bin ich denn hier? Ach, guck. Okay. Ach nee, das ist ja gar nicht. Du siehst ja wohl was ganz anderes hier. Uiuiui. Okay. Da hinten gesehen. Wow. Ah! Wo kommt denn der auf einmal weg? Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht, ey. Darauf war ich jetzt aber nicht eingestellt. Oh Mann. Ah, das geht wieder in den Nahkampf, geht das wieder. Okay, es wäre ja auch zu einfach gewesen, gell? Gell. Nehmen wir den mal. Oh, habe ich glaube ich voll übersehen. Gut, dass ich das jetzt mal drauf geachtet habe. Hä? Okay. Ich werde mir die mal als. Warte, da oben. Damit ich so ein bisschen Deckung habe. Ach, du nicht, oder was? Aber du. Okay. Die werde ich mir jetzt mal eben hier, dass ich da mal so ein bisschen Schutz habe. Du, what the hell, ey? Na, das wird ja interessant werden. Okay, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig. Geh doch mal weg da! Ah nein, das gibt's doch nicht!
Das bringt er mich, das war doch okay, Mann, das war doch knapp, Mann, den einen hatte ich doch schon. Yeah, okay, das gehen wir nochmal, das gehen wir nochmal, das ist also. Ah, okay. No, das kriegen wir. Das kriegen wir hin, das machen wir, das ist das. Wir sind VJ Braskovic. Komm. Warte. Ja. Oh, Mann, die haben ja richtig was drauf, ey. So, wenn man so geschickt anstellt, ne, dann schafft man das auch. Jawohl, Rüstungsteil 100, ey, Alter. Wir hatten aber voll, wir hätten noch eine Waffe kriegen können von einem von diesen. Ja, dann überholen wir unseren Dingens behalten, nicht? Haben wir den jetzt? Okay, haben wir eingesammelt. Dann behalten wir die doch mal. Das sind 250 Schuss, da können wir damit noch irgendwas reißen. Das Tor ist jetzt auf jeden Fall offen, da müssen wir, glaube ich, noch lang. So, jetzt haben wir die aber ganz schnell abgemetert. Alter Verwalter. BJ Blackwood. Was zum Geier war das denn? Das fällt da. Oh, Alter, ich krieg Gänsehaut megamäßig hammerhart, ey. Ich bin BJ. Herr Offizier! Ja, gnädige Frau? Ich würde gern jemanden melden. Okay. Okay, holy, wir haben jetzt wieder Musik. Mein Jutster. Aber mal gucken, was wir hier für eine schöne Tralafitti haben. Spielt aber jetzt nicht ab. Karl und Carla verkörpern die jugendliche Liebe in Reimform, wenn sie Händchen halten, verstohlen, gemeinsam spazieren gehen und am Busen der Natur picknicken. Ein Kuss auf die Wange und eine Verabredung zum Kino ist alles, was zum perfekten Glück noch fehlt. Doch keine Sorge, zeitig zur Ausgangssperre sind die beiden Turteltauben wieder zu Hause. Okay, Moment. Da war ja was. Option, genau. Warte mal, dann machen wir doch hier. Musik schon. Ja, ich weiß. Thank you.
So, jetzt reicht's aber, ey. Also, ja. Nee, hör mal, nee. Oh, da, okay. Müssen wir sie gleich wieder aufsammeln. Ich will die ja nicht liegen lassen. Mal gucken, ob wir die mitnehmen können. So, einmal wechseln. Und ja. So, so, mal gucken, ob wir uns... Ja, du bleibst da liegen. Ich bin gleich wieder da. Tor ist zu. Wir laden was auf. Alles klar. Ja. Geht zwar alles langsamer, aber... Hä? Ja, nee. Ja. Moment. Und jetzt muss ich, glaube ich, wieder zurück. Ach, okay. Die Musik gefällt mir nicht. Das ist Gänsehaut pur, Alter. Hier in der Hocke mit dieser fetten Knarre. Wie wird das Licht aber so komisch gerade? Ach, hier, guck mal, ja, guck mal einer an, ey. Langer Marsch für ein lausiges Schweißgerät. Schau mal auf. Jetzt liegt die Knarre da und... Scheiße, Mann. Hat doch die Waffe nicht wegschmeißen. Okay, auf jeden Fall haben wir mal so eine fette Brummer hier. Tut mir leid, ich weiß, wo der Ring ist, aber den musst du, glaube ich, alleine suchen. Wo hast du den denn verloren? Lass uns... Ja, okay. Sondern nicht. Den Ring. Soll ich den wirklich suchen? Was meint ihr? Erstmal. Wenn wir ein U-Boot des Regimes stehlen wollen, muss Seth das Ding auf dem Tisch unbedingt reparieren. Und Sie helfen genau, Ihnen was ich brauche. Machen Sie das. Würden Sie Anja bitte diese Notiz bringen? Sie braucht die Frequenz des Transponders, um ihn zu verfolgen. Als wäre ich der gottverdammte Botenjunge. Ja, das geht mir nämlich gerade auch um Peace. Hi, Anja. Mein Schatz. William. Hast du einen Augenblick? Wieso grinst die hast so komisch? Hast du Blaskowitz gesehen? Schon wieder. Mein Gott, was ist nur los mit diesen Leuten? Oh, Alter, geil! Das zweite Mal jetzt. Mit dir. So wie jetzt. Einfach immer. Das wird so kommen, William. Ganz bestimmt. Seid ihr bald fertig da drin? Wir müssen los. Aber nicht heute. Ein. Sie zu, Blaskowitz. Von Ihrer Position aus. In der Kanalisation. Die Eingeweide der Stadt. Und tiefer unten die Katakomben von Berlin. Ein gewaltiger Komplex. Der sicherste Ort Berlins. Ja. Das zentrale Munitionslager des Regimes. Was wir alles mit diesen Waffen bewirken können. Aufstellen. Eine echte Revolte. Dieser Zugang ist durch Wasser versperrt. Es führt keinen Weg hinein. Es gibt nur eine Möglichkeit, dort einzudringen. Ein Tunnelgleiter. Das Regime benutzt sie hier unten zu Wartungszwecken. Wir haben Jahre gebraucht, um ihn einsatzbereit zu machen.